Mikrocontroller-basiertes mobiles Device zur sicheren Verschlüsselung von Textnachrichten. Mein Name ist Robert Bonscher. Warum bin ich hier? Wir haben heute früh in der Keynote ein paar schöne Dinge gehört, auch über Hackerethik. Und da war auch vom Teilen die Rede. Und meine Motivation, mich hier überhaupt zu bewerben, war eigentlich die, ich wollte mindestens zwei Dinge teilen. Zum einen eine Idee und ein Bauplan, der sich so in den letzten Monaten entwickelt hat. Das ist also das Projekt und der Stand, den ich jetzt im Vortrag vorstelle. Natürlich auch mit der Absicht, möglicherweise Mitstreiter zu finden, denn das ganze Projekt ist in einer recht knappen Freizeit entstanden. Und das Zweite, was ich teilen möchte, das ist ein Stückchen Lebenserfahrung oder auch ein Stückchen Erfahrung im, ich sag mal, ganz bewusst politischen Kampf. Wir haben ja heute früh so ein bisschen auch darüber etwas gehört, also dass immer wieder in einer ganz zähen Weise scheinbar gelöste gesellschaftliche Probleme wieder auf die Tagesordnung kommen und wieder auf die Tagesordnung kommen. Und ich bin dankbar, dass ich in der Zeit eigentlich aufwachsen durfte. Ich bin jetzt 51 Jahre, Baujahr 64, wo man so ein paar Kämpfe auch mal gewonnen hat und sagen wir mal, ein Thema auch mal hoffentlich dauerhaft erledigt ist, also wie das beispielsweise mit der Anti-Atomkraft-Bewegung gewesen ist, wo wir sagen, okay, Deutschland steigt jetzt endgültig aus dieser Atomkraft auf. Und diese Erfahrungen geben auch einem ein ganzes Stückchen Hoffnung. Ja, zur Motivation habe ich ein bisschen was gesagt, das wird sich gleich fortsetzen. Von der Motivation kommt es dann zum Anwendungsfall. Beruflich beschäftige ich mich auch mit IT, aber in einem ganz anderen Eckchen der IT, CAD-Systeme, wo man automatisiert über Regeln konstruieren kann. Und in dem Bereich habe ich sehr viel mit Produktentwicklung und Innovation zu tun und habe mir im Laufe der Jahre in der professionellen Arbeit angewöhnt, erstmal vom Anwendungsfall her zu denken. Also welche Menschen brauchen welche Lösung? Und da wird sich, wenn man gleich sehen wird, sagen wir mal, so ein bisschen die politische Motivation mit der realen Situation von Menschen verbinden, die dringend auf bestimmte Unterstützung angewiesen sind. Ja, da haben wir eine gewisse Ausgangssituation, ich sage, okay, jetzt habe ich da Menschen, denen möchte ich in irgendeiner Weise helfen, wenn die wirklich den Bedarf haben, Text, Nachrichten sicher verschlüsselt übertragen zu wollen. Ja, wie sieht denn die Ausgangssituation aus? Also welche Mittel stehen einem aktuell dafür zur Verfügung? Sind die geeignet? Sind die gut verfügbar? Meiner Meinung nach gibt es da einige Probleme und dann kommt man letztendlich nach langem Nachdenken oder Ausprobieren auf eine Idee, auf einen Lösungsansatz und hat zumindest mal, also bei mir hat sich dann eine Idee geformt für ein Produkt. Produkt bitte nicht so verstehen, vermarktbares Produkt, sondern eher zu sagen, ich habe einen Prototypen und irgendwann mal habe ich einfach einen Apparat, einen Gegenstand, mit dem ich etwas machen kann, der eine bestimmte Funktion erfüllt und wenn er das sagen wir, in der beschriebenen, definierten Weise tut, dann habe ich ein Produkt. Ja, ich habe ein bisschen Prototyping gemacht, das hat einen gewissen Stand erreicht, aber da ist noch eine ganze Menge zu tun und deswegen am Ende des Vortrags werde ich nochmal genau zeigen, was eigentlich die logischen nächsten Schritte sind, bis man wirklich zu dem vollständigen Produkt kommt, in der vollen Ausprägung. Und wie gesagt, da bin ich gerne eigentlich bereit, Input entgegenzunehmen und auch, ich warte auch auf Unterstützung oder vielleicht auch einen geeigneten Partner oder mehrere, die da Lust hätten mitzumachen. Ich bin die kompletten 2 Tage hier vor Ort. Ich wohne nicht weit von hier, also ich bin heute Abend auch auf dem Abendevent, also man kann mich jederzeit ansprechen und ich würde mich da über alle Arten von Gesprächen zu dem Thema freuen. Ja, Motivation hatte ich ja schon mal ein bisschen eingeleitet, was mich motiviert und ein bisschen angedeutet, in welcher Zeit ich groß geworden bin. Ist jemand hier, dem dieses Symbol etwas sagt oder für den das was ausdrückt? Also ich vermute mal zumindest eine Person, die ich kenne, bei der bin ich mir fast sicher, dass sie die Zeit kennt oder was damit verbinden kann. Das war die Zeit, in der man damals Volkszählungen durchgeführt hat. Nicht wirklich was Neues, aber man hat das mit neuen Mitteln getan. Das war sogar so eine Zeit, die ich jetzt in Erinnerung, ist das bei mir wieder in der Vorbereitung des Vortrags sehr aktiv hochgekommen und dass man sich da in verschiedener Weise dagegen gewehrt hat. Also es gab zum Beispiel diese schönen Aufkleber, wir haben die damals Spuckis genannt, also die waren ja auch nicht selbstklebend, sondern da musste man eben mit der Spucke ran. Aber das war letztendlich so eine Geschichte,
zwei Auflagen, 1983, und dann wurde das nochmal versucht, 1987. Und letztendlich im ersten Anlauf hat das Bundesverfassungsgericht diesen ganzen Geschichten gestoppt, 83. Dann kam das nochmal auf die Agenda. Also wieder dieses selbe Muster, das wir heute früh gehört haben. Eine Sache ist politisch scheinbar vom Tisch oder vom Verfassungsgericht, und dann versucht es die Politik nochmal in dem zweiten Anlauf. Und ja, das war so, sagen wir, die Nachrichten nach 83, wo das erstmalig gestoppt wurde durch eine Verfassungsklage, die erfolgreich war. Da dachte man, die Sache ist aus der Welt, und letztendlich war es dann eben doch nicht. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, die Zeit hat mich persönlich sehr motiviert. Das ist eine von vielen Beispielen, einfach, dass sich eine gewisse Form des Widerstandes eigentlich lohnt. Und warum ich das Beispiel auch mit reingenommen habe, und das hat dann wirklich Bezug jetzt zu meinem Thema, dass man nochmal guckt, wenn man in die Begründung der damaligen Urteile reinguckt, des Verfassungsgerichtes, war das eigentlich so ein Grundstein, der gelegt wurde, also speziell für die politische Geschichte in Deutschland, dass man Gerichte gesagt haben, es gibt ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das wurde eigentlich mal so explizit festgestellt vom Verfassungsgericht. Und in der Begründung, also woraus speist sich diese informationelle Selbstbestimmung? Die speist sich aus Menschenrechten, ganz fundamental. Aus dem Recht eigentlich, dass man sagt, naja, ich habe einen geschützten Raum, eine geschützte Wohnung und ich habe eine geschützte Kommunikation. Und diese Grundrechte fließen zusammen, und daraus formt sich etwas im neuen Zeitalter mit neuen technischen Mitteln, das sich informationelle Selbstbestimmung nennt. Warum betone ich das so? Ich habe im Vorfeld mit ein paar Freunden und Bekannten über mein Vortragsthema geredet, und dann haben die gesagt, na ja, aber wenn du jetzt so ein Gerät erfindest oder mit Leuten sowas baust, dann können das ja auch Verbrecher verwenden. Ja, tolles Argument. Und das habe ich mehrfach gehört, und zwar von Leuten, die ich für durchaus aufgeklärt halte und von denen ich nicht denke, dass sie am rechten Spektrum zu rechnen sind. Aber das war das Erste, was kam, so in einer ganz emotionalen Weise. Und wie kannst du das verhindern? Und da habe ich gesagt, es geht gar nicht darum, sondern es geht eigentlich um informationelle Selbstbestimmung. Und es geht darum, das wurde heute früh auch verwendet, der Begriff, ein Machtgefälle auszugleichen. Das Machtgefälle hat sich ja noch dramatisch vergrößert. Also nachdem wir wissen, dass mal im Rahmen des NSA-Skandals alles ist auftaucht, welche Mittel haben die Mächtigen und welche Mittel hat das einzelne Individuum, seine Rechte überhaupt wahrnehmen zu dürfen. Damit komme ich zum Anwendungsfall. Also an welche Menschen denke ich wer benötigt denn ein solches Gerät, ein solches Device überhaupt? Also wenn ich jetzt mit meiner Frau zum Beispiel Mailverkehr habe und ihr mal von der Dienstreise was schreibe, habe ich jetzt nicht unbedingt den Bedarf, das verschlüsseln zu müssen. Wenn ich jetzt ein Nerd bin, dann kann ich sagen, ich verschlüssel alles. Aber ja, ich weiß, wann es um Sicherheit geht und wann das vielleicht nicht nötig ist. Aber es gibt Menschen auf der Welt, die sind ganz, ganz dringend auf solche Möglichkeiten angewiesen. Und ja, mal so eine kleine Aufzählung: Bürgerrechtler, politische Aktivisten, Dissidenten, Menschen, die solchen Menschen helfen, Journalisten, Whistleblower, Rechtsanwälte. Und man muss noch dazu denken, in dem Anwendungsfall die Personen und wo befinden sich die Personen teilweise und welchen Zugang haben die zu welchen technischen Mitteln. Das ist ja oft nicht so, dass das jetzt im Prinzip wie bei uns ist, ich gehe jetzt in den nächsten Mediamarkt und kaufe mir dann einen neuen Rechner, dann kenne ich mich aus und besorge mir irgendwelche Verschlüsselungssoftware, installiere das und mache da irgendwas, sondern es kann ja durchaus sein, dass ich sage, ich habe wenig Geld, keinen oder limitierten Zugang zu Ressourcen, oder ich lebe in einem repressiven Staat, der mir den Zugang zu entsprechender Hardware und Software grundsätzlich verwehrt. Das ist eigentlich so die Ausgangssituation. Also der Anwendungsfall für diesen beschriebenen Personenkreis: möglichst einfache, bezahlbare, verfügbare Mittel zu schaffen oder auch Mittel, die man sich im Zweifelsfall selber durch bisschen Handwerk zur Verfügung stellen kann, wenn ich eben einen restriktiven Zugang zu anderen Mitteln habe. Ja, die Ausgangssituation. Ich treibe mich auch sehr gerne auf dem Blog von Bruce Schneier herum. Und da gibt es ja dann immer zum Wochenende den Squid, den Tintenfisch. Da gibt es immer verrückte Tintenfischbilder, Tintenfischgeschichten. Und dann kann man da auch mal, also sonst soll man eigentlich in den Themen ja immer so themenorientiert mitdiskutieren im Blog. Und da darf man auch mal so eine Reihe alle möglichen Ideen ins Feld führen und diskutieren. Und da gab es mal so einen längeren Diskussionsschrank, der hat sich über Monate bewegt, wo dann immer wieder ein paar Leute gesagt haben, Mensch, wie kriegt man denn so einen PC, wie kriegt man denn den im Prinzip sicher?
Oder, und das wurde dann immer detaillierter, die Diskussion, und ja, wie kann man den im Prinzip air-gapped machen, das heißt vom Netz komplett trennen, und dann mache ich auf dem Rechner was für Schlüssel beispielsweise und trage dann vielleicht eine Diskette oder einen Datenträger auf einen anderen Rechner, mit dem ich versende. Und dann gab es immer wieder andere schlaue Leute, die dann wieder die ganzen Einwände gebracht haben. Ja, was kann man denn alles angreifen an so einem Rechner? Das geht ja schon mit den Tastaturanschlägen los. Wenn ich jetzt hier auf der Tastatur was mache und irgendjemand stellt hier eine Antenne im Raum auf, dann kann der im Prinzip elektromagnetische Emissionen messen und kann im Prinzip eigentlich die Tastaturanschläge mitmeißeln. Und letztendlich, was ich dann später mit dem eingegebenen Text mache, ist dann völlig irrelevant, weil im Grunde ist ja schon alles mitgeschrieben. Und das ist nur eines von vielen Beispielen. Man kann dann an allen Ecken rangehen und stellt fest, also es gibt so viele Angriffsvektoren, denen kann man gar nicht auf einmal Herr werden. Ich habe mir dann gedacht, naja, bevor ich mich in Details verliere, was ist denn die Ursache? Gibt es da nicht irgendwo einen Kern der ganzen Geschichte? Und den gibt es meiner Meinung nach. Und deswegen freue ich mich auch heute hier vortragen zu dürfen. Ich war vorhin so ein bisschen aufgeregt, und dann bin ich, was ich oft auch mal privat mache, freitags ist ja freier Eintritt, in das Rechnerkabinett runter und bin da mal so durchmarschiert, habe mir ein paar Maschinen angeguckt, auf denen ich schon mal gearbeitet habe, und noch ein paar ältere. Und ja, bei den älteren Maschinen, wer kennt diesen Herrn? Oder wer vermutet, wer das sein könnte? Nein, nicht ganz. Das ist der Herr von Neumann. Ja, genau, der Herr von Neumann. Und ja, von Neumann-Architektur, das ist zumindest was Informatikern was sagt, Nicht-Informatikern vielleicht weniger. Aber es gab da noch so einen anderen Begriff, und auf den will ich hinaus. Und das ist der Begriff der Universalmaschine. Also das war genau diese Vision des Herrn von Neumann und anderer Zeitgenossen von ihm, die gesagt haben, ja, der Computer ist eine Universalmaschine. Und das heißt, alles, was irgendwie nur algorithmisierbar ist, kann auf der Universalmaschine ausgeführt werden. Wenn man von dieser klobigen, primitiven Universalmaschine bis zu so einem handelsüblichen Laptop oder von Tablet denkt bis heute, das Grundprinzip, die Philosophie ist immer die gleiche geblieben. Und das hat gute Seiten, weil ich sage, das ist eine coole Sache, dass ich so eine Allzweckmaschine habe, mit der kann ich Banking machen und ich kann Videos gucken und ich kann spielen und ich kann gesichert Textnachrichten übertragen. Und das alles auf einer Maschine. Wow. Aber gleichzeitig könnte das ja auch wieder so ein bisschen eklig sein. Ich erinnere mich mal, es gab vor Ewigkeiten mal ein Gerät, das nannte sich Kirby, und das mit einem ganz aktiven Vertrieb. Und die haben gesagt, na Mensch, in allen möglichen Haushaltsgeräten ist immer ein Motor. Und wenn ich jetzt den Motor nur einmal habe, dann kann ich ja im Prinzip alles mögliche andere anflanschen, und dann kann das gleichzeitig eine Knetmaschine sein und ein Fleischwurf sein, es kann aber auch ein Staubsauger sein und so weiter. Hat sich aber nie durchgesetzt, ne? Weil erstens will man nicht dauernd wechseln, und zweitens, naja, man könnte sagen, den Begriff der Kontamination zum Beispiel, sagen, irgendwas ist, das ist nicht sauber, das ist nicht hygienisch. Und in der Analogie eigentlich bei der Universalmaschine dasselbe Problem. Der Vorteil, dass man so viele unterschiedliche Dinge damit machen kann, ist gleichzeitig auch der größte Nachteil dieser Maschine. Und meiner Meinung nach, im Kern, macht es das meiner Meinung nach unmöglich, diese Maschine jemals sicher zu bekommen. So. Und jetzt könnte ich mir mal Vortrag aufhören und sagen, ja, braucht man sich gar nicht dran zu versuchen. Es gibt auch genügend Erfinder, die versucht haben, Perpetuum mobile zu bauen und die es immer noch versuchen und sich nicht belehren lassen, dass es unmöglich ist. Also wenn irgendwas aus prinzipiellen Gründen nicht möglich ist, sollte man es eigentlich nicht weiter verfolgen. Ja. Jetzt habe ich aber dann, ja, das habe ich aber dann nicht in Ruhe gelassen. Habe ich gedacht, naja, okay, ist es denn jetzt zwingend notwendig, dass ich meine Verschlüsselung auf einer Universalmaschine betreibe? Und dann sage ich natürlich nicht, ne? Also, die Lösungsidee besteht eigentlich darin, zu sagen, naja, wenn ich jetzt sicher verschlüsseln will, darf ich das eben nicht auf einer Universalmaschine machen. Muss ich vielleicht auch gar nicht. Und die Idee ist eigentlich gar nicht so neu. Diesen schönen Apparat, der könnte man ja auch theoretisch ins Museum tragen, aber davon gibt es noch, glaube ich, wenige Exemplare, 2 oder 3. Das muss ich jetzt einfach mal lesen, weil ich vergesse das immer wieder. Diese Maschine stammt aus dem Jahr 1898, Rehmann Diskret. Eine Verschlüsselungsmaschine aus Karlsruhe. Ist im Prinzip gleichzeitig eine Schreibmaschine. Das ist so einen ähnlichen Typus von Schreibmaschine kann man hier auch im Haus sehen. Also man stellt einen Buchstaben ein, dann tippt man und gleichzeitig hat man dann noch die Möglichkeit zu verschlüsseln. Ich habe auch ganz bewusst dieses Gerät gewählt. Man hätte jetzt auch eine Enigma nehmen können. Aber ich wollte mal ganz bewusst ein ziviles Gerät zeigen. Also ein Gerät, das eben nicht militärisch genutzt wird, sondern das ist bewusst auf den Markt gebracht worden für Zivilpersonen.
Und genau darum geht es auch in der heutigen Zeit. Also das nicht immer mit Verbrechen, Militär, Geheimdienst zu assoziieren, sondern zu sagen, ich habe eine zivile Anwendung. Und ja, das Gerät ist sehr einfach. Und genau das war dann auch meine Idee, zu sagen, na, wie kann ich das jetzt machen, dass ich diese Idee auf das digitale Zeitalter übertrage, ja, ein Minimalprinzip anzuwenden. Also wie weit komme ich? Also wenn ich sage, ich nehme jetzt einmal alles von so einem Rechner weg, was wir so kennen, ne? Also sage ich, okay, kein Browser mehr, kein Betriebssystem mehr, Hardware-Komponenten weg, alles, was ich nicht unmittelbar, ich sage, ich will was ganz Primitives tun, eigentlich nur einen Text schreiben, den verschlüsseln. Und dann, wenn ich einen entsprechend verschlüsselten Text kriege, wieder entschlüsseln. Und mehr will ich gar nicht. Es ist ja nicht viel, was ich tun muss, also kann ich alles weglassen, ohne dass ich diese Funktion gefährde. Und das ist eine ganze Menge. Ja, und geholfen habe mir bei der ganzen Idee die Tatsache, dass ich mich seit meiner Jugend so als Bastler, da gab es damals so Baukästen Fischer Technik, da waren dann in den etwas ausgefeilteren Kästen, die man dann als fast Erwachsener gekriegt hat, sagen wir, die ersten Mikrochips drin. Aber da waren nur so ein paar Gatter. Ne? Also einfach so ein kleiner Chip, der konnte einfach nur so ein paar Bits manipulieren, addieren und logische Operationen ausführen. Ja, damit bin ich so ein bisschen groß geworden. Da habe ich gesagt, naja, okay, wenn ich jetzt eigentlich so viel Schaltung und so viel Code habe, dass ich den Text erfassen kann, in einem kleinen Display darstellen kann, ihn verschlüsseln kann und noch ein bisschen was drumherum, was man also braucht für das ganze Handling, wenn ich das alles auf so einem kleinen Chip, auf einem geeigneten Chip unterbringe, dann habe ich ja eigentlich die Maschine, die ich brauche. Aber dann ist es ja noch sehr technisch. Also wir denken jetzt an unseren Anwendungsfall, an die Nutzer. Die würden ja mit so einem zu technisch gearteten Geräten vielleicht noch nicht unbedingt umgehen können. Also muss man das Ganze, wenn man da ein Produkt draus machen möchte, das dieser Kreis verwendet, muss man natürlich ein bisschen was drumherum tun. Und dann habe ich mir überlegt, was für Features möchte ich denn ganz gerne haben, um, also auf jeden Fall sollte es so sein, was soll am Ende entstehen? Es soll am Ende ein Bauplan entstehen. So, dass im Zweifelsfall jemand in der Lage ist, wenn er das Gerät nur kaufen kann, dann kann er es mit ganz einfachen, leicht erwerbbaren, kostengünstigen Komponenten, auch wenigen Komponenten, die am Markt frei verfügbar sind, und mit einem Bauplan, der gut beschrieben ist und einfach ist, einfach zusammenstecken, ein Stückchen Code draufladen und dann kann die Maschine verwendet werden. Und dann ist das Ziel also wirklich, diesen Bauplan vollständig zu haben, die Komponenten zu beschreiben, die geeignete Software bereitzustellen. Und dann kann jemand, natürlich kann man auch vorkonfektionierte Geräte bereitstellen, aber man kann auch den Bauplan bereitstellen. Das reicht dann eigentlich aus, um dass sich jemand im Prinzip das Ganze bauen kann. Das Gerät sollte klein sein. Also ich habe dann immer so gedacht an die Pager, die man früher hatte. Also reicht ja eigentlich aus, wenn ich das mit mir herumtragen kann. Trägt vielleicht auch schon wieder ein Stückchen zur Sicherheit bereit. Das ist ja mein persönliches Gerät. Bei mir, da kann ich vielleicht ein bisschen besser verhindern, dass da mal jemand anders an dem Gerät manipuliert und irgendwas einbringt, was da nicht rein soll. Klein, leicht, batteriebetrieben. Die elektromagnetischen Emissionen ganz klein halten, also dass man da nicht bei Betrieb über die Antenne irgendwas auffallen kann. Ja, und dann ist natürlich so, ja, die nächste Herausforderung, jetzt habe ich da was verschlüsselt auf so einem kleinen Gerät. Was mache ich jetzt mit der Nachricht? Wenn ich jetzt wieder sage, naja, die Nachricht soll versendet werden, etc., dann kann ich natürlich die Funktionen wieder in dieses Gerät reinpacken. Aber dann komme ich wieder von meiner Idee weg, die Funktionen bewusst zu limitieren. Und deswegen ist meine Idee, dieses Gerät mit einem Optokoppler auszustatten. Und über den Optokoppler kann die verschlüsselte Nachricht an ein anderes Gerät übertragen werden, mit dem ich das versenden kann. Und umgekehrt, wenn ich eine Nachricht erhalte, die verschlüsselt wurde mit einem vergleichbaren Gerät, kann ich über Optokoppler die Nachricht auf dieses Gerät übertragen und dort wieder entschlüsseln. Der Optokoppler soll auch gleichzeitig sicherstellen, dass ich eben keine elektrische Verbindung habe, dass dort eben wirklich nur eine Nachricht eingebracht wird und nicht irgendwelche anderen elektrischen Signale, die auf dem Gerät irgendetwas verändern können. Ja, dann, weil das Gerät klein sein soll, also kein Anschluss an einen Monitor, sondern eigentlich ein LCD-Display. Wir werden gleich sehen, wie das so aussehen kann. Das kann dann auch noch einen Sichtschutz haben. Ne? Also dass man sagt, okay, wenn jetzt irgendwo eine Kamera im Raum ist, also kann eigentlich, wenn ich mich über das Gerät beuge und gucke, kann eigentlich nur ich sehen, was dort der Text ist. Und ja,
Das Entscheidende natürlich dann zu sagen, okay, jetzt kommen wir auch noch auf den Kern der Verschlüsselung. Was benutze oder was möchte ich ganz gerne benutzen? Und ich habe mich dann erstmal dazu entschieden, zu sagen, okay, das muss so eine symmetrische Verschlüsselung soll das werden, mit AES oder einem anderen Symmetric-Key-Algorithmus. Und die Herausforderung eben da, und das hat mich bis jetzt am meisten Zeit gekostet, viel Recherche, aber einfach zu sagen, okay, AES ist gut beschrieben, gut dokumentiert. Es sind zahlreiche Implementationen verfügbar, sowohl kommerziell als auch Open Source. Aber einfach was zu finden, was auf der kleinen Maschine läuft. Und da muss ja noch ein bisschen mehr drumherum passieren, wenn wir noch am Ende noch hören, was das ist. Oder auch einige wissen das vielleicht. Muss ja auch noch Platz sein, weil diese, sagen wir, auf dem Mikrocontroller, also man muss mit dem Platz auch schon ein bisschen haushalten. Es ist nicht einfach so, dass ich sagen kann, ja, ich mache es mir einfach, lade mir irgendeine große Bibliothek runter, wie man das so in einer Entwicklung machen würde, die man auf dem PC betreibt. Und dann muss nicht mehr so viel nachdenken, eigentlich nur eine Bibliothek einbinden, los geht's. Sondern ja, das ist schon so ein bisschen spartanischer und deswegen muss man halt sehen, wie bringt man das AES jetzt auch wirklich auf dem Mikrocontroller unter. Ja, Prototyp. Wie bin ich vorgegangen und wo bin ich aktuell rausgekommen mit der ganzen Geschichte? Ich habe mich dann relativ schnell entschieden, einfach weil ich Arduino ja, mit dem Arduino schon so ein bisschen Erfahrung hatte aus anderen Projekten, die ich privat mache. Und das Entscheidende an dem Board ist ja eigentlich ja wieder das Minimalprinzip, da ist wieder viel zu viel drauf. Also eigentlich entscheidend ist ja eigentlich der Chip hier, ne? Also das ist der Mikrocontroller. Der Rest drumherum, ja. Fürs Prototyping ist das Board gut und später in dem eigentlichen Produkt ist eigentlich das, was ich brauche, ist eigentlich der Mikrocontroller und noch ein paar Kondensatoren, Widerstände drumherum und der Rest ist dann eben nicht mehr nötig. Ja, und dann muss man halt sich damit auseinandersetzen. Man sieht hier in diesen beiden Spalten hier, ne? Also dass man einfach sieht, okay, wie viel Speicher habe ich denn eigentlich? Und das wird aber noch ein bisschen so ein Balanceakt, weil wenn man später nochmal sieht, was noch neben der reinen Verschlüsselung alles so ein bisschen so nebenbei passieren muss, muss man einfach später nochmal genau sehen, welchen Chip man da wählt oder ob man überhaupt, sagen wir mal, bei diesem Mikrocontroller jetzt bleibt, den ich verwende, Atmega, oder ob ein anderer geeignet ist. Das ist durchaus noch nicht abschließend entschieden. Ja, dann, das ist auch so eine Komponente, so ein LCD-Display, das ist weltweit erhältlich, relativ kostengünstig, das ist eigentlich so das Interface, also da gucke ich später drauf und lese dort Text und gebe den dort ein. Das ist zwar dann ein bisschen spartanisch, aber nochmal der Anwendungsfall, gestern beim Abendessen habe ich auch schon jemand gefragt, aber wie schnell arbeitet denn das Ganze und man hat vielleicht so die Vorstellung, ich kipp da große Datenmengen rein und dafür ist es nicht gedacht. Es geht wirklich darum, wenn ich sage, okay, ich sitze irgendwo ja, in so einer Situation, dass ich sage, ich muss jetzt irgendwo jemanden eine vertrauliche Nachricht wirklich übertragen und bin darauf dringend angewiesen, dann nehme ich auch in Kauf, dass ich halt so ein kleines Display habe und es ein bisschen länger dauert, den Text dort einzugeben. Und es geht auch nicht um Formatierung oder um Schönheit, sondern einfach nur um die nackte Nachricht, die aber gesichert übertragen werden muss. Ja, dann habe ich mich eine Zeit lang damit auseinandergesetzt, wie man diese ganzen elektromagnetischen Emissionen in den Griff kriegen könnte, wenn man einfach irgendwo eine Art von Tastatur oder Tasten oder Ähnliches verwendet. Und habe gesagt, ja, muss ja gar nicht sein, sondern es kann ja im Prinzip einfach kapazitiv sein. Also ich habe es einfach dann auf dem Breadboard, dann stecke ich da irgendwo immer so einen Draht raus und wenn ich dann oben da mit dem Finger drauf fasse, dann kann der Mikrocontroller auswerten und weiß, okay, da ist was gedrückt worden, also ja, der Buchstabe ist jetzt ausgewählt oder na, gehe mit der Cursor-Position 1 weiter. Ja, das ist eigentlich so die primitive Lösung, die man da machen kann. Einfach umzusetzen, also das ist nicht das Problem. Jo, das Bild ist für mich so ein bisschen die Merkfolie, genau die ganze Frage der nochmal der Portierung eines symmetrischen Verschlüsselungsverfahrens auf den Mikrocontroller. Also die vorläufigen Ergebnisse meiner Recherchen und meiner Experimente, also ich habe da ein AES ordentlich zum Laufen gekriegt auf dem ganzen Device. Das ist eine offene Implementation an Herr Brad Conti, hat das programmiert. Ich habe eine ganze Menge Sachen ausprobiert, also wo man gesagt hat, okay, das läuft wirklich performant auf
dem Hard-Mega-Chip und lässt auch so noch mal ein bisschen Platz für ein paar andere Dinge, die sagen wir, dann auch noch passieren müssen. Ja, und LCD-Display ansteuern, die entsprechenden Inputs auswerten. Später muss ja auch für den, die Steuerung des Optokopplers, der ist noch nicht da, da muss noch ein bisschen was passieren. Ja. Genau. So Prototyp ist also erstmal da, mit dem man jetzt weiterentwickeln kann. Ja, kommen wir auf die nächsten Schritte. Also da ist noch eine ganze Menge in der Folge zu tun. Also woran ich jetzt arbeiten wollte die letzten Wochen, aber sagen wir so ein bisschen beruflich eingespannt, noch nicht so richtig dazu kam, ist ja, sagen wir, das nächste wirklich einen entsprechenden Cypher-Mode zu implementieren. Was bedeutet das für diejenigen, die da nicht so bewandert sind? Also letztendlich werden immer so kleine Informationsblöcke immer verschlüsselt. Und wenn ich diese verschlüsselten Blöcke einfach nur aneinander hänge, ist das aus bestimmten Gründen einfach unsicher. Also gibt es sogenannte Cypher-Modes und da gibt es verschiedene, die man nehmen kann. Da gibt es Sicherheitsaspekte und da gibt es aber auch, sagen wir mal, jetzt immer wieder Mikrocontroller. Es gibt natürlich auch Aspekte, dass ich sagen kann, ich muss da wahrscheinlich einen Kompromiss vielleicht finden zwischen absoluter Sicherheit und sagen wir mal, was bringt man auf dem Chip unter. Das ist immer die Sache, die als nächstes gelöst werden muss. Ja, und dann möchte man ja auch, sagen wir mal, eine ordentliche Authentifizierung hinbekommen. Das heißt, das ist auch wieder ein Stückchen Code, wo man sagt, auch da reicht es nicht aus, einfach nur was Vorhandenes zu nehmen und das zu laden, weil dann wird man auch wieder feststellen, oh, der Speicher reicht auch schon wieder nicht, also muss ich auch bei den Authentifizierungsalgorithmus auch wieder gucken, dass ich eine Implementation finde oder entwickle mit jemandem zusammen, die den verfügbaren Platz ideal ausnutzt. Der Optokoppler. Zu dem Optokoppler habe ich schon Ideen. Es gibt im Grunde genommen auch schon ein Projekt, das man so in einer ähnlichen Weise diese Kopplung zweier Geräte mit ähnlichem Zweck gelöst hat. Allerdings ist das unter Patent. Kann man nicht einfach so nehmen. Also muss ich quasi was Ähnliches nochmal mit jemand erfinden, habe aber schon eine Idee, wie ich das hinbekommen könnte. Das ist dann mehr so ein bisschen Elektronikformelei. Aber hat auch noch die endgültige Lösung. Ja, und dann, was auch, und da bin ich regelrecht ein bisschen paranoid, aber das ist geprägt auch durch eine Erfahrung, dass mir mal Geld verloren gegangen ist, weil ich auch Opfer so einer Skimming-Attacke geworden bin in Pieschen an einem Geldautomaten. Die haben dann einfach, ja gut, der Automat war manipuliert und man hat eine Kamera installiert, die mich gefilmt hat. Das habe ich ja vorhin gesagt, naja, LCD mit Sichtschutz sollte erstmal nicht das Problem sein. Also jetzt kann aber was Zweites passieren. Okay, elektromagnetische Emissionen vielleicht auch ausgeschlossen. Das Gerät strahlt da nichts mehr so signifikant ab, was man auswerten könnte. Jetzt kann aber einfach so sein, wenn jemand sagt, naja, wie sieht denn das Gerät aus? Ich kaufe mir da mal eins, gucke ich da an. Wenn ich das anschalte, habe ich erstmal ein Alphabet, ich durchscrolle, also wie bei dieser alten Maschine, wo ich das über die Scheibe einstelle. Und dann manövriere ich zu den Buchstaben und tippe ein. Das heißt, selbst wenn man mich, wenn man den Text nicht mitfilmt, kann es durchaus sein, dass jemand einfach durch die Eingabefrequenz einfach Rückschlüsse darauf ziehen kann, welchen Text ich eingegeben habe. Lösung ist natürlich zu sagen, naja, ich habe ja schon, sagen wir mal, ein AES da drauf auf dem Gerät, das kann ich ja auch dann mit dazu verwenden, dass ich sage, in so gewissen periodischen Abständen, die nicht zu sehr stören, wird dieses ganze Alphabet einfach mal durcheinander gewürfelt. Und so dass ich quasi aus der Eingabe Frequenz, also wie ich da eingebe oder die Buchstaben suche, also überhaupt keine Rückschlüsse mehr treffen kann. So, damit das Ganze dann, sagen wir, später auch für jemanden, der, sagen wir, den Bauplan sich schnappt und zusammenbauen möchte, auch funktioniert, brauche ich natürlich auch noch ein Gehäuse. Da könnte man jetzt mit 3D-Druck denken, aber da habe ich dann bewusst für mich schon fast ein Fragezeichen gesetzt. Ich will nicht sagen ganz ausgeschlossen, aber ich gesagt, naja, Anwendungsfall. Hat dann wirklich jeder einen 3D-Drucker? Und dann habe ich mir eher gedacht, irgendwo eine weit verbreitete Verpackung, die man vielleicht modifizieren könnte, sodass man die einfach als Hülle für so ein Gerät nutzt. Ja, muss man ja nur ein paar Löcher reinschneiden und das im Bauplan vorsehen und dann da muss ja nicht so viel untergebracht werden. Ja, und dann, last but not least, man braucht dann im Prinzip, denke ich mal, recht bald vielleicht eine Webseite oder einen kleinen Blog, wo man das Projekt mal vorstellt und wo man dann im Prinzip auch Baupläne veröffentlicht. Erstens zur Verwendung und zweitens eben auch, um Feedback zu kriegen.
gerade auch was Sicherheit anbetrifft, dass Leute das nochmal an der Überprüfung unterziehen, am Review unterziehen, Verbesserungsvorschläge machen. Also dafür sollte es auch, denke ich, einen entsprechenden Kanal geben und sagen wir, das wird auch ein bisschen Zeit kosten, den zu etablieren. Ja, ich bin jetzt erstmal soweit durch mit dem, was ich vorstellen wollte und bin jetzt für Fragen offen. Genau. Ich hätte eigentlich zwei Fragen. Die eine Geschichte, die mir nicht ganz klar wurde aus dem Vortrag, ist, wie eigentlich der Schlüsselaustausch zwischen den Kommunikationspartnern in dem Konzept stattfindet. Und was ja eng damit zusammenhängt, ist die gegenseitige Authentisierung. Also wie kann ich feststellen, dass ich wirklich mit dir kommuniziere? Ja. Ja, da bin ich ganz ehrlich. Also genau, ich wiederhole noch mal kurz die Frage. Ich wurde gefragt, also, oder? Ach, passt, okay, genau. Ja, die Authentifizierung. Also ich habe das Thema mal bewusst beiseite gelegt, aber nicht für alle Zeiten. Also ich bin bewusst, da ist was zu lösen. Auf der anderen Seite sage ich, im engsten Kern dieses Anwendungsfalls wäre es eigentlich erstmal so, für mich der engste Kreis der Anwender wären Leute, die sich persönlich kennen. Ja, zum Beispiel der Anwalt, der seinen Menschen dort vertritt und die sagen, okay, wir kennen uns und können im Prinzip den Schlüssel direkt austauschen. Aber klar, letztendlich ist man, sagen wir, das wird nur ein Teil der Anwender zufriedenstellen und für Mittel bereitzustellen, um das praktisch auch auf elektronischen Wege zu lösen, da muss noch ein bisschen Gehirnschmalz reinfließen, weil wir auch, da verschärft sich noch ein bisschen das Problem, wie viel Code der Mikrocontroller aufnehmen kann. Wenn ich mich mit meinem Anwalt treffe, wie kommt denn der Schlüssel, den wir uns jetzt ausgewürfelt haben, in das Gerät? Gibt es da ein Konzept für schon? Ein Tipp. Ich denke erstmal auf ein simple, ich habe an Eingabe gedacht. Und eine andere Idee, die ist aber noch sehr vage, dass ich sage, naja, also man könnte ja sich überlegen, ob es irgendwelche, also habe ich mir überlegt, ob es irgendwelche Gegenstände gibt. Also zum Beispiel ein NFC-Ring oder irgendwas, also wo ich sage, ich habe so mehr Faktoren-Authentifizierung und kann sagen, okay, wenn ich dann irgendwas noch mit dem Gerät dazu verwende, also oder der Also eine Idee wäre den Optokoppler, dass man die Geräte, wenn man sich trifft, zusammensteckt und die dann eine Schlüsselaushandlung machen. Ja. Gute Idee. Noch weitere Fragen? Ich verstehe nicht ganz, was ist die sendende Instanz, die müsste ja jetzt sozusagen immer über einen Optokoppler verfügen, damit die damit kommunizieren kann. Das ist ja eventuell ein bisschen unpraktisch für den Anwendungsfall, was weiß ich, dritte Weltländer, da habe ich jetzt keinen Optokoppler am Computer stecken, in einem Internetcafé, der das dann weitersenden kann, mit plus der Fähigkeit, Software zu installieren. Da wäre es ja vielleicht nicht einen sozusagen isolierten USB-Anschluss oder sowas, also Optokoppler. Völlig richtig, da habe ich meine Idee unvollständig beschrieben. Genauso ist es auch gedacht. Also genau, dass eben im Prinzip genau der Optokoppler, der sozusagen letztendlich dann nach außen habe ich natürlich eine Schnittstelle USB oder seriell, genau. Aber eben nicht, dass mir direkt Strom zwischen zwei Geräten fließen kann.